Mit Folge 57 im ETS 2 geht es heute auf in den hohen Norden. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge im ETS 2. Leider mit etwas Verspätung, aber ich bin von den fast Toten wieder auferstanden. Nein, es war nur eine Erkältung, aber die hat mich eben daran gehindert, irgendeine Aufnahme für YouTube zu machen. Und deswegen gibt's die Folge, die eigentlich am Montag dran war, jetzt diesmal am Freitag. Natürlich nicht davon betroffen ist die Folge nächsten Montag, die kommt ganz normal wie üblich. So, zurück zum Spiel. Und zwar habe ich mir mal gedacht, da wir jetzt im Prinzip am untersten Ende waren, da in, wo waren wir da eigentlich? Da waren wir in Novi Sad. Das ist ja im Prinzip das unterste Ende der Map im Moment. Habe ich mir gedacht, starten wir einfach jetzt mal zu der Tour, zu der ich schon lange mal aufbrechen wollte, nämlich Richtung Nordkap, hier oben hin. Ja, ist eine ganz schön weite Strecke. Und da ich hier oben in der Ecke noch nicht wirklich was entdeckt habe, also hier natürlich die Ecke, aber die Ecke hier natürlich ist auch komplett neu und die wollen wir natürlich auch mal mitnehmen, habe ich mir gesucht, dass wir jetzt also diesmal jetzt von Kristiansand nach Lillehammer fahren. Dann in der nächsten Folge über Trondheim, vielleicht schaffen wir es bis dahin irgendwie. Also so, dann hier diese Strecke und dann da nach oben. Ich denke, das wird 3 oder 4 Folgen auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und deswegen brechen wir jetzt zur ersten Etappe auf, nämlich Richtung Lillehammer. Und wem Lillehammer vielleicht etwas bekannt vorkommt, der kennt vielleicht die Serie Lillehammer. Die spielt nämlich im selbigen Ort, also in Lillehammer. Und handelt davon, aber ja, das ist auch die einzige Anekdote dann zu Lillehammer, die mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Ich persönlich kenne die Serie nicht, habe sie niemals geguckt. Ich hatte nur damals die Vorschauen und dachte, ja, okay, das ist jetzt nichts, was meinem Seriengeschmack entspricht. So, jetzt fahren wir aber erstmal raus aus Kristiansand. Das ist natürlich jetzt alles schon bekanntes Terrain. Ihr müsst übrigens aufpassen, wenn ihr dort oben in diese nördliche Region nach Otter oder Lillehammer fahrt. Da gibt es einige Bugs im Moment noch, dass man da teilweise durch die Erde fällt. Die genauen Standorte hat das Promons-Team aber schon identifiziert und auch im Forum aufgeschrieben, aufgelistet. So dass, wenn ihr da einen kurzen Blick reinwerft und dann eben diese Orte vermeidet, dann sollte euch auch nichts passieren. Und im Zweifelsfall einfach mal, bevor man in die Orte fährt, kurzen Zwischenspeicherung machen, damit ihr ganz sicher sein könnt, dass da nichts passiert. So. Sollte ich zwischendurch ab und zu mal etwas mich räuspern oder husten, tut es mir leid. So eine Erkältung hält sich bei mir immer noch ein bisschen. Zumindest die Nachwehen. Ich werde das versuchen, so gut es geht, zu vermeiden. Na, Gangschaltung gefunden? Ja, Gang gefunden. Sehr schön. So, jetzt erstmal aus Kristiansand hier raus. Die Strecke jetzt erstmal hoch nach Oslo. Und wenn wir dann in Oslo sind, geht es weiter. Also bis Oslo ist sozusagen alles schon bekannt ist. Also jetzt nicht für... Ja, also die Strecke nach Oslo bin ich selber jetzt auch noch hier nicht gefahren, von Kristiansand nach Oslo. Aber es ist kein neues Gebiet. Dann ab Oslo beginnt das neue Gebiet Richtung Trondheim, Lillehammer, Otter, da oben die Ecke. Aber schauen wir uns erstmal das auch wunderschöne Kristiansand an, hier mit dem, ja, ich würde mal sagen, Industriegewerbe, Hafengebiet, Verladegebiet. Sehr schön. Wo kommen die denn alle her? Wird da evakuiert? Ah, wir können übrigens schneller fahren. Ist aber sehr freundlich, dass wir das dürfen. So, jetzt sind wir, glaube ich, aus Kristiansand raus. Ja, übrigens hatte ich ja kurz nach der letzten Folge oder einen Tag nach der letzten Folge, also nachdem ich sie aufgenommen hatte und so, ihr wisst schon, gab es ja das, oder hatte ich das Fahrsicherheitstraining beim ADAC.
mit meinem kleinen Arm Skoda Citigo, der da wirklich böse gelitten hat. Also das ist nicht einfach für das Material, so ein Fahrsicherheitstraining. Da macht man im Prinzip Vollbremsungen am laufenden Band, und Vollbremsungen sehr allgemein schlecht fürs Material. Sollte man ja vermeiden. Natürlich, wenn es nicht geht, dann und so weiter. Ne? Aber da übt man eben Situationen, verschiedene Situationen. Und uns wurde da vor allem der wirklich eklatante Unterschied zwischen einem Sommer- und einem Winterreifen gezeigt. Und zwar bei dem Modul ging es darum, auf einer Strecke, Strecke, die ist 55 Meter lang und ist im Prinzip nachempfunden Glatteis. Glatteis nachempfunden. Das heißt, wir sind damit etwa 50 bis 60 km/h auf diese Strecke draufgefahren oder auf diesen Abschnitt und sollten dann eben auf dieser Strecke eine Vollbremsung hinlegen. Ohne uns dabei zu drehen, einfach nur zum Stehen kommen, so schnell es geht. Ich hatte oder habe Gott sei Dank Allwetterreifen drauf, die ja so eine Mischung aus Sommer- und Winterreifen sind. Dann hatte noch eine andere Person, hatte noch richtige Winterreifen drauf, und der Rest, wir waren ungefähr 10 Teilnehmer, also 10 Autos, hatte Sommerreifen drauf. Und wie gesagt, wir sind damit 60 drauf auf diese Piste und haben dann eben die Vollbremse eingelegt. Der mit den Winterreifen stand nach ca. 25 Metern. Ich nach ca. Er stand nach ca. 15 Metern eigentlich schon. Ich nach so ca. 25 Metern, und der Rest mit den Sommerreifen sind alle mit 60 drauf und hatten am Ende der Strecke, also nach 55 Metern, noch 55 km/h drauf. Und das ist wirklich böse. Ja, also da hat man ganz eindeutig gesehen, ein Sommerreifen im Winter auf Glatteis, da hat man keinerlei Chance mehr, irgendwie rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Und das ist also nicht einfach nur ein Trick der Industrie, um mehr Reifen zu verkaufen, sondern es macht tatsächlich Sinn, unterschiedliche Reifen zu haben. Wobei eben Allwetterreifen, zumindest solange man jetzt nicht in die Berge fährt, auch gut sind, um eben sich das Reifenwechseln zu sparen, so rum. Aber wie gesagt, war mal ganz interessant. Und was auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Erkenntnis für mich persönlich war, dass selbst wenn man in gefährliche Situationen kommt, wo es vielleicht rutschig ist, glatt ist, das Auto ein bisschen ausbricht oder so, dass erstens die Assistenzsysteme schon sehr, sehr gut helfen, das Auto im Zaum zu halten. Also gerade ESP und natürlich auch ABS helfen da wirklich sehr stark. Und dass selbst wenn man in so eine Situation kommt, dass das Auto nicht komplett unkontrollierbar wird und man immer noch die Chance hat, zumindest glimpflich aus der Situation rauszukommen. Das war für mich, denke ich, die zwei wichtigsten Erkenntnisse von diesem Tag. Und meine persönliche Meinung ist, dass eigentlich zu jeder Fahrausbildung, also jeder, der seinen Führerschein macht, sollte pflichttechnisch, also in Form einer Pflicht, Besuche solch ein Fahrsicherheitstraining auch einfach mal machen. Weil das Problem ist, das sagen ja auch viele Fahrlehrer, man kann und darf vor allem in den Fahrschulen ja keine gefährlichen Situationen üben. Darf man nicht. Erstens haben wir nicht keine Gelegenheit dazu. Sollte man zumindest nicht haben. Und andererseits, will man natürlich auch, dass das Fahrschulauto nicht irgendwo dann doch mal vielleicht gegen eine Säule deppern und das, ja. Und deswegen, in vielen anderen Ländern, europäischen Ländern zumindest, gibt es verpflichtende Fahrsicherheitstrainings. Ja, das heißt, wenn man seinen Führerschein erworben hat, muss man innerhalb eines bestimmten Zeitraums danach ein solches Sicherheitstraining absolvieren. Und das finde ich absolut sinnvoll, damit man wirklich weiß, wie sich so ein Auto mal unter verschiedenen Situationen verhält. Zum Beispiel einseitiges Glatteis, also wenn man nur auf einer Seite plötzlich rutschige Verhältnisse hat, auf der anderen Seite nicht. Wohin bricht das Auto eigentlich aus? Was kann man dagegen tun? Und solche Scherze. Ja, das sollte man tatsächlich, was wird das hier? Ja, fährst du nun wieder rein oder was? Oh, du glaubst es doch nicht. Was wird denn das jetzt hier?
diese KI. Diese KI. Habe ich schon erwähnt, diese KI. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall war das wirklich sehr interessant, aber wahrscheinlich habe ich mir da dann auch die Erkältung geholt, weil wir im Prinzip den ganzen Vormittag war wirklich absolutes schönes Wetter. Also es hat wirklich in Strömen teilweise geregnet und dann immer raus aus dem Auto, wieder rein ins Auto, raus aus dem Auto, rein in den Unterstand und so weiter und so fort. Also ständig wechselnde Klimaverhältnisse und naja, dann wird man da so ein bisschen angeschlagen manchmal, aber naja, shit happens. Erkältung gehört zum Leben. Und bis jetzt sind die wenigstens an einer Erkältung zugrunde gegangen. So, wir befinden uns hier immer noch im wunderschönen Norwegen. Hoffe ich doch mal. Ach, Junge, fahr doch einfach rum. Mit der wunderschönen Landschaft. Und fahren jetzt, glaube ich, wieder auf einer... Ja, wir fahren auf einer Autobahn. Das ist schön. Dann hört dieses Geschlängel hier mal zwischendurch immer auf. Eine Autobahn. Hurra. Oh. 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 Sollte vielleicht mal... Entschuldigung. Sollte vielleicht das nächste Mal früher bremsen. Hat ja keiner gesehen. Ist ein Kratzer vorne dran. Nein, alles noch schön. Das ist... Ja, das ist das Material. Das ist deutsche Wertarbeit. Das ist ein Mercedes-Benz. Oh, jetzt fahren wir hier aber rüber und überholen diesen elendig langsamen Bus. Oh, diese Landschaft hier. Herrlich. Aber glaubt mir, sie wird noch besser. Gerade wenn man in dieses Fjordgebiet da oben kommt, also so gerade dann später Richtung Trondheim, was wir jetzt in der Folge nicht schaffen, aber in der nächsten Folge dann auf jeden Fall Trondheim oben die Ecke. Wo ja auch früher die Tirpitz in der Nähe gelegen hat, ja, in einem der Fjorde dort. Die einsame Königin des Nordens. Dann immer weiter nördlich bis zum Nordkap. Auch hier rechts dieses Tal, wunderschön. Ah, das ist einfach. Einfach zum Dahingleiten, genießen, anschauen. Hier wieder ein großer See. An dem wir langfahren. Herrlich. Also, ich bin und bleib der Meinung, dass Norwegen hier oben die Ecke, also gerade jetzt noch mehr, was da hinzugebaut wurde, für mich persönlich die schönste Ecke von Promos bzw. vom ETS 2 ist. Ja, es ist ja nicht alles auf Promos gewachsen hier oben. Es ist ja auch einiges von SCS selber. Gerade mit der Skandinavien-DLC hat ja im Vergleich zu den vorherigen DLC also an Qualität massiv zugelegt, finde ich. Der Going East DLC, also der erste, war noch so nach dem alten Schema Quantität statt Qualität. Und dann mit Skandinavien hat SCS angefangen, auch die Landschaften schön auszugestalten. Und hat das Gott sei Dank bis jetzt auch nicht wieder aufgegeben. Also was es jetzt schon an Screenshots gab vom Italien-DLC und auch noch vom New Mexico-DLC für den ATS, ist das qualitativ ein ganz anderes Niveau als das, was früher im ETS 2 war. Was aber auch daran liegt, dass sie inzwischen ein ja doch recht gut gewachsenes Entwicklerteam haben und einfach auch dann mehr Kapazität und mehr Raum haben. Und trotzdem dauert es im Prinzip noch
relativ ewig, zumindest im ATS, bis da mal was Neues kommt. Beim ETS 2 ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass da Viva la France kam. Aber beim ATS ist es im Prinzip schon über ein Jahr her, dass da mal irgendwas an neuem Content kam. Und langsam wird es wirklich Zeit, dass da was kommt. Aber der New Mexico DLC soll ja noch dieses Jahr kommen, im vierten Quartal, also im Prinzip jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt sind wir glaube ich näher nahe Oslo. Ich will nochmal kurz auf die Karte schauen, dass der uns nicht hier wieder durch Buxtehude Nord und Süd schickt, so wie letztes Mal. Genau, letztes Mal hat er mich nämlich, da kam ich von hier und da hat er mich dann hier rum und da rum und also immer drauf gucken, wo euch das Navi lang schicken möchte. Und im Zweifelsfall auch mal einfach nur der Autobahn folgen und den Schildern, die dort stehen. So, jetzt kommen wir nach Oslo. Fahren wir da jetzt über diese wunderschöne große Brücke. Das ist aber schön. Eine Aussicht genießt man hier. Ja, also das ist sozusagen jetzt Oslo-Vorgebiet. Hier auch wieder eine Eisenbahn. Ist das nicht schön hier? Ich finde das schön. Ich fahre wirklich unheimlich gerne hier in Norwegen. Also im ETS 2. Im realen Leben war ich leider noch nie in Norwegen, aber da werde ich auf jeden Fall auch mal hinreisen. Hier müsst ihr übrigens immer aufpassen, hier steht es im Prinzip in sämtliche Richtungen, wo ihr hinfahren könnt, immer überall Oslo dran. Ja, also da müsst ihr dann auch ein bisschen mit Navi vertrauen und gucken, wo genau nach Oslo ihr hin müsst. Ich weiß nicht, ob das im realen auch so ist, dass überall nur Oslo dran steht oder ob da im realen Leben noch, also auf der realen Strecke noch irgendwelche Zusatzbezeichnungen, also Stadtteile oder Gebiete, was auch immer steht. Keine Ahnung. Weil ich war ja noch nicht in Norwegen. Auf jeden Fall haben die ja sehr viele Tunnel in Norwegen. So viel sei mal gesagt. Aber die Norweger können ja Tunnel bauen, ja, weil die können ja sogar Kreisverkehre im Tunnel bauen. Das ist, glaube ich, würde ich mal sagen, einzigartig. Dass man einen Kreisverkehr im Tunnel baut. Oben an der Hardanger Brücke. Auf dem Weg nach Bergen. Da gibt es diesen Kreisverkehr. Ja, hier zum Beispiel Oslo, Oslo. Zu welchem Oslo wollen Sie denn jetzt? Zu IKEA Oslo? Ah, hier ist IKEA. Also, falls jemand gerade neue Möbel braucht oder neue Lampen oder whatever. Bei IKEA gibt es ja viele Sachen. Auch was zu essen. Ein Hotdog für 1 Euro zum Beispiel. Obwohl ich glaube nicht, dass er hier oben auch nur 1 Euro kostet. Ich glaube nicht, dass er überhaupt 1 Euro kostet, weil Norwegen hat ja keinen Euro. Jetzt wird sich schon wieder langsam. Warum denn eigentlich? Nur weil da ein Tunnel kommt? Ein Tunnel. Wie gesagt, in Norwegen gibt es viele Tunnel. Und noch ein Tunnel. Was steht denn da Schönes dran? Willkommen to Oslo, till Oslo. Also ich würde jetzt mal übersetzen mit Willkommen in Oslo. Da bin ich jetzt mal so mutig und übersetze das mal so. So, wo müssen wir denn jetzt weiter lang? Weiter geradeaus Richtung Göteborg? Solange mir das Navi auch nichts anderes sagt. Ist das hier eigentlich nur eine Autobahn oder ist das nur eine Schnellstraße oder was ist das hier? Hallo Polizei, was ist denn das hier? Auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein Tunnel. Eine Unterführung. Und dann wieder berghoch. Was fahren wir hier eigentlich durch die Gegend? Fischstäbchen, 17 Tonnen Fischstäbchen.
Ich mag Fischstäbchen. Ab und zu ist auch mal ein Fischstäbchen lecker. Jetzt nicht als Dauerkost, aber ab und zu, ja. Da geht's wieder nach Oslo. Genau, hier hat er mich letztes Mal nach rechts geschickt. Ich bin auch noch so doof und fall drauf rein. Oder war das hier? Ja, genau, hier hat er mich weggeschickt. Von der Autobahn runter. Wie ihr jetzt vielleicht unten rechts auf dem Navi sehen könnt, ja, führt die Straße da jetzt so ein bisschen parallel und dann, naja, und danach wieder ran und. Oder war das hier schon? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier weiter auf der Autobahn. Erster Aufenthalt in Oslo. Juhu! Ist das schön hier in Oslo. Schaut euch die Wände an. Hier in Oslo. Huch, da kommt eine Straße wieder zurück. Oder hat er mich hier weggeschickt? Ich glaube eher, das war hier, wo mich... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall schickt er mich jetzt gerade richtig über die Autobahn. Ja, ist dieser Tunnel auch mal zu Ende hier? Soll denn dieser riesen Tunnel überall... Habe ich da irgendwie kein Schild gesehen, wo es da überhaupt hingeht? Ja, genau, hier hinten hat er mich dann hingeschickt und weg und wieder rum. So. Aber diesmal nicht. Diesmal habe ich aufgepasst. Aha, Oslo. Schöne Gegend hier. Also, wir merken uns mal nach Oslo. Wenn hier 80 erlaubt ist, warum fährt er keine 80 neben mir? Normalerweise sind doch die KI-Autos immer die ersten, die weg sind. Egal. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Genau, Richtung Trondheim müssen wir. Lillestrøm? Nee, nach Lillestrøm wollen wir nicht. Wir wollen nach Lillehammer. Strom wollen wir nicht. Hammer wollen wir heute. Aber da geht's ja auch nicht hin. Weil... eine Barriere. Wenn ich das da hinten richtig sehe, kann man schon das... Nee, kann man nicht. Das war nur ein weißer LKW. Dachte, da kann man das Map-Ende sehen, aber nein, das war nur ein weißer LKW. So, jetzt können wir mal wieder ein bisschen Stoff geben hier. Jetzt sind wir aus Oslo raus. Weiter Richtung... Trondheim. Eine weitere Abfahrt, die allerdings nicht befahrbar ist. Müssen die eigentlich immer Brücken über Brücken bauen? Muss denn sowas sein? So, wo geht's hier hin? Aha. Will ich auch nicht hin. Wir wollen nach Lillehammer. Ja, die haben hier sehr viel Wald. Und eine Brücke. Und Wasser. Oh, viel Wasser. Und ein Rastplatz. Kann man da mal anhalten? Komm, wir halten mal am Rastplatz und genießen mal kurz die Aussicht. Aber wirklich ein kleiner Rastplatz. So, das fehlt so ein bisschen im ETS 2, dass man jetzt einfach mal kurz aussteigt und mal ein bisschen in der Gegend rumläuft. Aber da gibt es ja unsere schöne Freecam, ups, die so ein bisschen das ausgleicht. Wenn wir hier mal kurz den Ausblick genießen, ach, ist das schön hier. Schöner wäre es natürlich jetzt hier unten an der Straße, aber die ist offensichtlich nicht befahrbar. Nun gut. Wir wollen nur noch eine Ecke weiter, also fahren wir mal wieder weiter. Kommt da jemand? Nö. Das ist sehr schön.
So, wieder zurück auf die Autobahn. Also ich muss jetzt sagen, die haben hier sehr kurze Einfädelungsstreifen. Aber dafür sehr lange Tunnel. Irgendwas ist ja bekanntlich immer. Wie heißt der Ort? Hara oder Hanna oder Hama? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da gleich irgendein Schild. Eieiei, wo geht's denn jetzt hier plötzlich die Autobahn zu Ende? Nur noch 70. Oh, wenn man hier aber nicht aufpasst, ist man aber gleich direkt im Wasser. Links und rechts Wasser. Das sieht mir fast wie so ein aufgeschütteter Damm aus. Interessant. Sehr interessant. Ach, Hama heißt der Ort. Gut. Ja, fahr du mal nach Hama. Stand da gerade Elysium dran? Nein, oder? Müssen wir nochmal von der anderen Seite gucken. So, jetzt mal kurz einen Blick in das Schild. Nein, wie komme ich denn auf Elysium? Da steht Elverum. Naja, ist ja fast ähnlich. Da machen wir mal Licht aus. Hier ist hell genug. Ach, jetzt durch diese wunderschöne Fjordlandschaft da so ein kleiner Yachthafen. Also Yacht nicht, aber naja, ein Anlegesteg. Ein etwas größerer. Noch mehr Wasser. Also ich glaube, die haben hier viel Wasser hier oben. Also Wasser und Bäume haben sie hier oben in Norwegen. Viel. Und Berge. Und Tunnel. Und Kreisverkehre in Tunneln. Kreisverkehre außerhalb von Tunneln. Und überhaupt, apropos Kreisverkehr, ja, wenn man vom Teufel spricht. So, da kommt keiner. Wenn doch einer kommt, Pech gehabt. Ja, Lillehammer steht dran. Das ist aber schön. Steht es da auch dran? Ja, 27 Kilometer noch. Da sind wir ja so gut wie da. Ich möchte gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, jetzt nicht die Strecke als solches zu bauen. Sondern das Ganze auszugestalten. Das ist bestimmt kleine, penible Futzelarbeit. Da muss man, glaube ich, ähnlich Geduld haben wie ein Modellbauer. Also zum Beispiel die im Hamburger Miniaturwunderland. Da muss man, glaube ich, erstens Ausdauer haben, zweitens sehr viel Geduld und drittens die Affinität dafür. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch bestimmt schön entspannt sein. Und natürlich ist es dann auch viel schöner, wenn man dann später durch die fertige Landschaft fahren kann und seine eigene Arbeit bewundern kann und sagen, das habe ich gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Nein, Bäume gepflanzt. Huch. So, da vorne sehe ich ein Städtchen auf uns zukommen. Das ist, glaube ich, ja, das sollte... Ich habe doch heute noch gar nichts getrunken. Lillehammer heißt das Ding. Noch einer von der DSV. So, nach Lillehammer rechts ab. Na dann fahren wir mal rechts ab. DSV will weiter. Wir wollen nicht weiter. Wir wollen jetzt nach... Was war das denn? Das klang nach einem kaputten Renault. Schön in die Kurve legen. Ja. Ach, schade, ich dachte, wir fahren jetzt da, aber wir fahren da nach Lillehammer. Na gut. Kreisverkehr und Tunnel. Ich sag ja, davon haben die hier einiges in Schweden. Schweden, in Norwegen. Wir sind hier bitte in Norwegen, ja? Na, schaffst du es noch, den Tunnel, oder...
müssen wir schieben. Erster Aufenthalt in Lillehammer. Hurra! Ja, offensichtlich ist der Kollege vor uns sehr schwer beladen. Er hat ja auch da einen Gecko hinten drauf. Wer macht denn da einen Gecko drauf? Ach nee, das scheint jetzt doch, dass wir direkt nach Lillehammer reinfahren. Das, was da rechts lag, war wohl mehr so ein Industrie- oder Lagerhallengebiet. Ja, übrigens, die KI hat keine Kollisionsboxen. Die können einfach überall durchfahren. Also zumindest keine Kollisionsboxen mit der Umgebung. So. Jetzt sind wir, glaube ich, direkt in Lillehammer. Das sieht zumindest hier so aus. Wie Bürogebiet, würde ich mal sagen. Ach du Herrje. Ach du, wo bist wir denn jetzt? Ach du Herrje. Oh, aufpassen, dass wir hinten nicht anecken. Das war leider hier ein bisschen so den Bordstein mitnehmen. Sind die irre? Sag mal, Junge, bist du irre, dass du das hier haben willst? Aber nicht, dass ich das jetzt hier und so. Wo wollt ihr denn den dahin? Wie soll ich das denn dahin? Moment mal. Mal kurz Ruhe. Huch. Wie soll ich denn da hinkommen? Dahin? Wie denn? Wer denn? Hä? Das kann ich doch gar nicht dahin. Das ist doch überall rundherum zu. Dahin wollen die das haben? Nee. Also entweder dahin oder dahin, aber da komme ich doch gar nicht ran. Das einzige Möglichkeit wäre dieses Tor und das ist zu. Sag mal, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Weil wenn ich das hier richtig sehe, ja, ist das hier, da? Nee, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Wir packen das dahin. Müsst ihr euch selber irgendwo parken, ihr seid ja wohl irre oder was? Soll ich jetzt das Haus wegen euch wegreißen, oder? So, mal sehen, ob wir das hier rückwärts geparkt kriegen. Sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Kriegen wir das vielleicht noch ein bisschen gerade gezogen, so ein bisschen. So, und jetzt nochmal rückwärts. Na. So, das muss reichen. Kurbel, kurbel, kurbel. So, und damit abgeladen. Fischstäbchen von Christiansand nach Lillehammer. Juhu! 546 Kilometer waren das. Und wieder ein Stück weiter Richtung Level 19. Das ist ja toll. So, und damit sind wir jetzt in Lillehammer. Und ich denke mal, nächstes Mal werden wir auch sehen, wir können mal gucken, gibt es hier Touren? Nein, es gibt nur Touren nach unten. Naja, im Zweifelsfall muss ich mir wieder eine ins Safe Game schreiben. Das ist ja nun nicht so dramatisch. Aber wie wir sehen könnt, gibt es jetzt hier nicht so viel von Lillehammer weg, aber wir werden ja dann das nächste Mal Richtung Otter, Dombas, Obdal, Okanga. Na, Okanga ist so ein bisschen abseits, aber auf jeden Fall Trondheim, Are, Östersund und dann Sundsvall. Und das hier ist, glaube ich, wieder alte Strecke, wenn ich mich nicht irre. Das Uppsala, nicht zu verwechseln mit Hopsala. Ich glaube, das hier, weiß gar nicht, ob das jetzt neu dazugekommen ist, müsste man nochmal nachgucken.
Aber für diese Woche, also für diese Folge, für diese Woche und diese Folge soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig unterhalten. Wenn ja, dann wie immer gerne Daumen nach oben und oder Abo. Und ja, ansonsten hören und sehen wir uns dann wie immer bei der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss!